Wenn du mit deinem Kind ins Krankenhaus musst, ist das immer ein schwerer Gang für alle. Wenn die Kleinen dann aber so ein klein bisschen Ablenkung bekommen, geht manches viel einfacher und sie haben vielleicht nicht so viel Angst vor der Narkose oder der anstehenden Operation. Und dazu gibt es die Klinik-Clowns. Die sorgen für ein Lachen, ein Lächeln und im Idealfall dafür, dass die Ängste nicht so groß sind. In der Kinderklinik in St. Augustin haben sie jetzt noch eine zusätzliche, eine andere Aufgabe übernommen. Sie begleiten Kinder vor einer Operation bis hin zur Narkose. Das soll ein bisschen dabei helfen, weniger Stress zu haben und die Narkose wirkt schneller und besser. Unterwegs zur OP mit Clown und Mama. Die dreijährige Lotta ist noch ganz auf den Spaßmacher konzentriert. Aber erst wenn Lotta gar nicht mitbekommt, wie ihr das Narkosemittel gespritzt wird, hat Klinikclown Georg Brinkmann sein Ziel erreicht. Ein paar Stunden zuvor. Georg Brinkmann bereitet sich auf seinen Einsatz in der Kinderklinik St. Augustin vor. 8 bis 10 Kinder soll er heute zum Lachen bringen, bevor sie operiert werden. Da ist dann die Herausforderung, möglichst schnell einen Zugang zum Kind zu finden, die Eltern auch mit einzubeziehen. Die Eltern oder ein Elternteil ist ja mit dabei am Bett. Genau, ich weiß nicht, was da jetzt genau auf mich zukommt und es ist eine angespannte Situation. Georg Brinkmann arbeitet im Auftrag der Bonner Stiftung Humor hilft heilen, die bundesweit Klinik-Clowns beschäftigt. Das Geld dafür kommt von Spendern. Dieses Projekt wird vom Verein zur Förderung der Kinderklinik St. Augustin bezahlt. Das erste Kind ist da. Ist das gut? Ja. Elias ist 2 und wird heute an der Nase und den Ohren operiert. Er ist ein ziemlich ängstliches Kind, sagen die Eltern. Aber es dauert nicht lange und er lässt sich auf das Spiel mit dem Clown ein. Es läuft gut, findet Georg Brinkmann, bis zum Narkosezimmer. Ab hier ist das Elias alles zu unheimlich. Und dann auch noch der Pieks mit der Nadel. Der Klinikclown überlässt das Feld dem Narkoseteam. Er kann jetzt nichts mehr machen. Das ist immer schade, ja. Das ist immer, man hat ein tolles Spiel, das könnte jetzt echt gehen, ja, dass das Kind nichts mitkriegt davon und dann. Das ist auch Teil des Alltags hier. Das nächste Kind ist Lotta. Bei ihr versucht er es mit seiner Handpuppe Oskar. Sag mal, geht's noch? Sag mal, was fällt dir denn ein? Lotta ist komplett abgelenkt und hat keinen Stress. Die Narkose kann dadurch viel besser wirken und es kommt seltener zu Nebenwirkungen. Jetzt kümmert sich Georg Brinkmann noch um Lottas Mutter, denn die braucht auch Unterstützung. Wenn ich dann mit den Eltern rausgehe, ziehe ich die Nase auch ab, damit es jetzt klar ist, jetzt können wir vernünftig reden sozusagen. Da weinen die Eltern dann auch oft, was auch ganz klar ist, weil der ganze Druck nachlässt, ja, weil die Anspannung, die Angst und so, das merkt man dann halt. Ich würde sagen, die sind beide wahrscheinlich gleich aufgeregt, das Kind halt auf eine andere Art. Elias ist inzwischen wieder bei seinen Eltern. Er hat die Operation und die Narkose gut überstanden. Den Clown fand die ganze Familie toll. Der hat zumindest meinem Sohn ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. So ging die Zeit auch schneller um. Es war alles kindgerecht. Er hatte keine Angst. Und ihn hat es glücklich gemacht und deswegen uns auch. 5 Stunden ist Georg Brinkmann heute ununterbrochen als Klinik-Clown im Einsatz. Oh, 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 oh. Danach ist er total platt, sagt er.